Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Wir machen auch direkt nahtlos weiter, ohne Punkt und Komma. Und schauen mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich nicht. Aber ich würde es ganz gerne mal ausprobieren, denn das hat hier unten ja auch mal funktioniert. Und hier drüben hat es ja auch funktioniert. Mit der Rampe nach oben. Pam, 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 pam. Ohne, dass wir hier Holz eingebaut haben. Also es geht ja prinzipiell. Wäre natürlich schön, wenn das hier auch funktionieren würde. Weiß ich nicht. Aber wir werden das rausfinden. Zwangsweise halt auch einfach. Ne? Hilft ja nichts. Und wenn es nicht geht, ja, dann geht es halt nicht. Aber dann haben wir es zumindest ausprobiert. So, ich mag keine leeren Steinbehälter mehr. Das sieht so traurig aus, wenn die so komplett leer sind. Leer und nackig. So unnütz auch. So, das müsste fertig sein. Jetzt zeigt er mir hier zwar immer noch eine Mauer an, die ich draufsetzen könnte, das macht aber keinen Sinn. Ich pack den mal eben nach da. Zur Feier des Tages gehe ich aber erstmal schlafen. Ja. Und ich muss mal zwischendurch mir angewöhnen, mehr Köpfe zu sammeln. Das wäre ganz zauberhaft. Oh, Tag 200 am 30. Dezember. Cool. Also für euch ist heute ja schon... Oh Gott, stimmt. Für euch ist jetzt ja schon Neujahr. Ja, dann sag ich mal, willkommen im neuen Jahr. Es ist ja schon Neujahr. Es ist ja jetzt schon der 1. Januar. Krass. Das ist ja ärgerlich. Dankeschön, Virginia. Ja. Siehst du, zum Neujahr schneit's. Sehr schön. Moment. Oh, das war der erste Nieser im neuen Jahr. Gut, okay. Ich nehme mal die Steine mit. Also für euch im neuen Jahr. Ich bin ja noch im alten. Ich bin ja noch in der Vergangenheit. Das darf man immer nicht vergessen. Ich lebe generell in der Vergangenheit. So, was wollte ich damit eigentlich? Gar nichts. Ich wollte... Das geht wieder nicht. Ich sehe jetzt schon, dass das nicht geht. Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte das auch funktionieren? Hä? Und warum ist das da so? Ich habe keine Ahnung. So. So. Aber ich kann hier jetzt keine... Es ist alles sehr traurig. Schön. Brauche ich den dazu vielleicht? Mhm. Nee, geht leider nicht. Ist vielleicht nicht steil genug, ne? Weil das ist ja nur so eine halbe Höhe, dass er das nur bei einer ganzen macht wahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Ja, nee, schade. Das ist alles sehr, sehr schade. Kann ich mir noch einen Balken reinwünschen jetzt hier und mich wieder abbauen? Ich muss wieder abbauen. Oh. Das hier auch aus Stein zu bauen, macht auch keinen Sinn. Weil das Spiel ja immer noch nicht weiß, dass das dann eine Schräge werden soll. Oh, naja, wir haben es zumindest probiert. Ne, muss man ja auch mal so sehen. Hat leider nicht sein sollen. Dann ist das halt so. Dann können wir hier zumindest weiterbauen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. So. Ah ja.
Hadi. Kurz was ausprobieren. Jetzt, wo er nicht mehr weiß, dass das eine komplette Mauer werden soll. Nee, macht aber immer noch nicht. Schade. Wollte Zeit sparen. Ich wollte die Zeit sparen. Aber Spiel sagt nein. Nichts Zeit sparen. So, mal gucken, dass das hier auch alles. Hier fehlt es doch noch. Ja. Na ja, gut. Dann haben wir das auch. Ich baue das mal hier drauf eben. Ich baue die Steine hier an der Stelle gleich wieder. Und das Problem, was ich hier sehe, ist, dass ich die Mauer hier nicht so fertig bekommen werde. Ich mach schon mal so. Und hier kann ich jetzt, glaube ich, nicht weiterbauen, ne? Das heißt, ich werde. Oh, es wird Sommer! Jawohl! Es wird Sommer. Nee, ich komme hier. Ich kann hier nicht weiterbauen. Ich kann hier nicht weiterbauen. Das geht schon wieder jetzt nicht. Oh. Nee, schön. So. Ach, ist das schön. Hier schneit es noch voll. Volle Lotte schneit es hier noch. Und gleichzeitig holt sich der Sommer das zurück, was ihm gehört. Ganz langsam. Das ist echt gut gemacht. Ich glaube auch, ich habe das in einem Spiel noch nie so nahtlos übergehen sehen, das Wetter. Es ist jetzt ja nicht plötzlich, ne? Es ist ja wirklich so, ich meine, hier schneit es gerade aktuell noch und es schmilzt jetzt so von so ganz langsam. Aber auch von oben nach unten und von links nach rechts gefühlt. Ich bin mir gar nicht sicher. Mal oben auf dem Baumstamm liegt noch Schnee, hier ja auch, aber hier unten ist schon weg. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Oder beziehungsweise wo es zuerst taut. Also so aussieht, ne? Hier hast du jetzt auf der Rampe auch gesehen, da wurde ganz, ganz langsam ist hier der Schnee verschwunden. Und hier oben verschwindet er auch gleich. Und es gewittert und regnet. Jetzt Schneeregen, super. Ja, nun. Haha, verarscht. Ist zwar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist irgendwie, und das ist ja auch schon mal was, irgendwie ist auch viel wert. Virginia gefällt das auch, aber die ist im Sommer sowieso happier als im Winter. Sehr schön, aber auch schön zum Start des neuen Jahres. Mit der Schnee auf, es regnet. Vielleicht regnet es ja tatsächlich gerade. Man weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Was war das eigentlich für ein warmes Weihnachtswetter gewesen? Das war krass, oder? Wir hatten ja irgendwie so 8, 9, 10, 11 Grad. Und ich mir denke so, das ist doch, das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Da läuft Haut rum. Cool. Ich komme da wieder nicht durch. Nee, Weihnachten, wie gesagt, das Wetter fand ich, fand es halt übelst ungeil. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht.
Den brauche ich ja nicht. Na? Uhu. Sie können nicht bis hier hochspringen. La 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 la. Aber jetzt wahrscheinlich doch gleich. Sind sehr aggressiv drauf. Sehr aggressiv. Habe ich eigentlich... Ja. Kann ich doch eigentlich mal ausprobieren. Ja. Ist der schon tot? Oder ist schon tot? Vorsicht, Virginia. Oh, ich war zu langsam. Das ist ja... Kennt man ja von mir. Ja, komm, leck mich. Ganz ehrlich. So, und hier. Ich habe wieder mal nichts gemacht und es hat gereicht. Das ist der Dream. Virginia, das ist eine wahnsinnig gute Idee. Ich habe keinen Kopf dabei. Warum habe ich eigentlich gar keinen Topf mehr dabei? Das ist die Frage, die ich mir stelle. So. Mal wieder ein bisschen Wasser abkochen zwischendurch. Jetzt, wo es wieder geht. Holt die Töpfe raus. Es ist Sommer. Sehr gut. Richie wäscht sich auch mal. Zwar nach dem langen Winter, war das aber auch nötig. Ne? Hat schon hart gestunken. So ein bisschen nach Buttermilch. So leicht süßlich, weißt du? Das hat, war nicht angenehm gewesen. Aber ich habe es ihr nicht gesagt. Das ist ihr auch peinlich. Ne? So. Einmal den Topf drauf. Einmal hier Wasser kochen. Huch. Hat sie nicht gehört. Und hier oben können wir auch mal Wasser kochen. So. Hup. Hup. Hup, hup. Ah, wir brauchen auch unbedingt wieder Fleisch, ne? Wir brauchen wieder Fleisch. 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 Ja, Moment. Erstmal machen wir hier oben weiter. Ich weiß gar nicht, brauchen wir noch Steine? Ich nehme einfach mal 3 Steine mit. Bin komplett raus. Ich bin voll jetzt im Summer-Feeling hier. Ist mir alles egal. Nee, es war soweit eigentlich erstmal fertig, ne? Soll ich das so lassen hier? Weiß ich nicht, ob mir das gefällt oder nicht. So, hier sind noch 2 Bäume, die würde ich ganz gerne mitnehmen. Und einmal verarbeiten. So. Und... So. Wunderschön. Ich hätte es mir gar nicht schöner ausmalen können. Da ist schon wieder irgendwo Krieg. Na gut. Morgen! Es
wird Sommer, die Eingeborenen, die werden wieder aktiv. Wenn das Wetter gut ist, dann sind die mal viel aktiver. Kann ich auch verstehen. Das hilft mir nicht. Cool! Haben wir das auch? Haben wir das auch? Das hier gefällt mir irgendwie noch nicht so 100 pro, aber gut. Ich guck mal. Ich begrüße die erstmal hier. Du hast deinen Arm verloren, es ist auch völlig egal. So. So, kriegen wir das irgendwie in schön hin? So, jetzt ist es abgestuft. Könnte eigentlich... Ist okay, oder? Boah, ich denke ja. Ich denke, das ist okay. Mal gucken. Hier fehlt ja auch noch was, ne? Huch. So. Wird schon ja schnabuliert, schon wieder. Huch, irgendwas. Die lässt sich gerade wieder verköstigen. Von den Eingewohnenden. Eingewohnenden. Von den Eingewohnenden lässt sie sich verköstigen. Schönes Wort. Eingewohnende. Das neue Wort für Mieter. Eingewohnende. Warte mal. Da müsste ich ja theoretisch. Oder? Oder ist das okay so? Ist das cool so oder nicht? Weiß ich nicht. Irgendwie stört mich der Baum. Irgendwie ist er cool und er wird mir wahrscheinlich fehlen, wenn er weg ist, aber er stört mich jetzt gerade aktuell. Ich würde ganz gerne mal rausgehen wieder. Ich kann das hier alles nicht mehr sehen. Ich finde es schön, ne? Ich meine, es wird alles schön, alles toll, ne? Auch das wird alles super. Das... Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Doch eins noch. Ich weiß, was ich dazu sage. Ich mach mal kurz, bevor wir spazieren gehen, räume ich hier mal die Steine leer. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dann kommen wir hier auch mal ein bisschen voran. Nur so ein bisschen. So ein bisschen Progress. Nur so ein ganz klein wenig. Nur fürs Gefühl. Fürs Auge auch. Ne? So. Wird sowieso nicht reichen. Keine Ahnung, wo der Stein gerade hin ist. Aber auch gerade egal. So. Hier auch. So, dann haben wir die Steine nämlich leer. Dann kann Kelvin nämlich wieder irgendwann mal hier Steine sammeln. Weißt du? Kann er die wieder voll machen, wenn wir hier irgendwas aus Holz weiterbauen. Ist doch auch toll. Ja, aktuell macht er ja die andere Seite voll. Ne? Und wenn er die voll hat, sollte ja demnächst passieren. Wenn er nicht gerade irgendwie wieder falsch abgebogen ist. Passiert ihn ja öfter. Dann weiß er wieder nicht mal, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Was wollte ich tun? Ne? Ah, dann ist er sich wieder unsicher. Dann läuft er wieder vor Wände. Der weiß schon, dass er nicht durch Wände gehen kann. Aber er tut so. Der tut halt dümmer, als er ist. Ne? Weil es ein sehr schlauer Mensch ist. Weil wie haben unsere Eltern damals immer gesagt... kriege ich das noch zusammen? Dumm ist der Dummes tut. Nein, das meinte ich gar nicht. Einmal dumm gestellt reicht fürs ganze Leben. Also wenn du einmal irgendeine Sache kacke machst... die dir aufgetragen wurde, dann machst du die danach nie wieder. Ne? Ich habe das gelebt damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Bring mal den Müll raus. Okay.
Außer sind der Beutel kaputt gegangen. Den Müllbeutel zu doll angefasst oder so, ne? Nie wieder Müll rausgebracht. Na, nee, in dem Fall hat leider nicht so funktioniert. Aber keine Ahnung. Mach Wäsche. Ja, danach alles eingelaufen, verfärbt. Nie wieder Wäsche gemacht. Räum dein Zimmer auf. Komm, Klassiker. Immer gemacht, hat nie funktioniert. Sind wir doch mal realistisch. Was soll das? Es ist aufgeräumt. Für die einen ist es Chaos, für die anderen ist es aufgeräumt. Das liegt ja auch im Sinne des Betrachters. Man muss ja nicht mal alles vereinheitlichen. Was ist sauber und was nicht? Was ist aufgeräumt und was nicht? Ist der Waldboden sauber? Ich würde sagen, ja. Will ich da drüber lecken? Naja, nicht unbedingt. Das hat andere Gründe. So. Oh, das waren noch Zeiten, weißt du, damals, als du zu Hause gewohnt hast? Hast du gezockt, dann war irgendwann das Essen fertig. Dann rief es nur. Fertig! Innerhalb von 10 Minuten sind auch alle zusammengekommen. Das waren noch Zeiten. Hast du gegessen, dir die Familie angetan und dann ging es weiter. Umgedaddelt. Immer in der Hoffnung, dass keiner reinkommt und irgendeine Scheiße möchte. Die Angst hat die ganze Zeit im Nacken mitgespielt. Sie war da. Sie war real. So, guck mal. Bin mal wieder ein bisschen weitergekommen. Ist doch toll, ist doch super, ist doch schön, ist doch... Alles klar, ich muss raus. Ich muss raus, ich will das hier alles nicht mehr. Ich will einfach... Ich will aufräumen. Nein. Ich will einfach mal wieder eine Runde spazieren gehen. Ein bisschen Fleisch sammeln auch mal. Zwischendurch. Das Wasser ist mit Sicherheit abgekocht und es ist mir völlig egal. Ich trink's nicht. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Wasser. Wer braucht Wasser? Ich habe das Gefühl, wir haben ja mal die ganzen Stöcker weggerodet, ne? Ich habe das Gefühl, dass die hier nicht nachwachsen. Ich nehme mal Pfeili und Bogen. Nee, damit will ich jetzt nicht unbedingt Tiere jagen. Das ist ein Steinpfeil. Explosiver Steinpfeil. Cola-Steinpfeil. Was? Kohlefaserpfeil. Ja. Cola-Steinpfeil. Interessant. Wie könnte der wohl aussehen? So. Müssen wir ein bisschen laufen. Dann jagen wir uns einen schönen Elch. Würde ich sagen. Dann werden wir den komplett verzehren. Irgendwo aufhängen. Logischerweise. Und einen Teppich brauchen wir ja auch noch mit Sicherheit. Ach, schön. Dachchen. Tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Aber zieh dir bitte was an. Ob das Video noch geclaimed wird. Wenn ich schon keine Kohle dafür kriege, möchte ich wenigstens, dass es... Ich habe mich verlaufen, ne? Ich gehe mal hier lang. Hä? Wo ist es hin? Ist ja spannend. Also es ist nicht... Hier wollte ich eigentlich gar nicht lang gehen. Da oben ist es. Da klettert auch einer rum. Bambi! Ah, wie sie im Kreis laufen. Ist das süß. Jetzt ist es weg. Wieder mal zu langsam. Ich habe gedacht, ich habe noch Zeit.
Ich hatte Hoffnung. Es ist hier ein bisschen zu dicht zum Jagen. So, hier an der Wasserfläche, an der Wasserquelle. Hier müssen doch Tiere kommen. Hier zum Beispiel. Hier liegt doch schon eins. Schön das gute Hüftfleisch abgezwackt. Also Fleisch haben wir schon mal. Das ist schon mal toll, aber das reicht mir noch nicht. Das reicht nicht. Geht's wieder. Bambi. Wo bist du? Ich finde dich. Ich komm dich holen. Kriege dich. Bambi. Komm zu mir. Komm spielen. Was sind das, Traumfänger? Aus Fingern? Was ist das? Ein Blümchen. Keine Ahnung, was es ist. Es hat ein bisschen was gebracht. Margeriten. Das sind die guten Margeriten. Warum esse ich das? Das macht gar keinen Sinn. Es ist rot und ich esse es. So viel Hunger habe ich schon. Bambi. Ich habe gerade... Das ist doch... Bambi. Oh, das war definitiv daneben. Das war daneben. Krieg ich den Pfeil wieder? Wahrscheinlich nicht, ne? Bambi, ich krieg dich. Ich höre dich. Ich sehe dich. Und gleich schmecke ich dich. Bambi, lauf nicht weg. Ich will mit deinem Köpfchen kuscheln. Das packe ich mir ins Bettchen. Ein Baby Bambi. Ich möchte mit dein Köpfchen schmusen. Und dein Bein als Löffel benutzen, damit ich die Suppe umrühren kann. Ich habe mich gerade meine eigenen Schlucke verspuckt. Das war die Quittung. Das war Karma. Oh Gott. Ich bin gerade fast gestorben. Hilfe. Bambi, ich komme. Das war eklig. Alter Schwede. Ich habe Tränen in den Augen. Bambi, wo bist du? Ich muss mir eine offene Fläche irgendwie suchen. Das macht ja alles keinen Sinn. Ich weiß doch, ich habe doch eigentlich auch eine andere Fläche im Kopf. Da war ich zu langsam. Aber ich krieg's. Ich jage wie der Predator leise durch den Wald durch. Ganz langsam. Oh, ich muss kurz was trinken. Ich muss aus diesem dichten Wald raus. Das macht keinen Sinn. Im dichten Wald jagen ist halt auch ziemlicher Quatsch, ne?
Ich habe mir keine Ahnung, wo ich bin eigentlich. Ach, hier! Ja, das ist ja spannend. Aber warum? Ach, weißt du, wenn wir hier sind, dann können wir auch in die Föhle, Dann können wir in die Föhle gehen. Lass mal in die Föhle gehen. Gibt nichts Schöneres als eine gut gefüllte Föhle. Warte mal, die Insel da ist aber neu, oder? Schade. Das ist ja spannend. Ich glaube, das hat sich hier, das Gewässer hat sich hier auch nochmal geändert, ne? Und die Insel ist definitiv neu, die gab es vorher nicht. Zumindest nicht an der Stelle hier. Oder generell war auf dem See keine Insel gewesen. Da kann man nämlich so wunderbar, kann man hier eine Hütte bauen. Da ist man im Sommer nämlich geschützt. Das ist sogar relativ groß. Das ist natürlich cool. Relativ viel geäst. Sogar sehr groß. Da kann man tatsächlich drauf bauen. Auf diesen Inseln können sie bauen. Das ist gar nicht so dumm. Also hier könnte man schon so ein schönes, so ein Fort oder so, könnte man hier drauf basteln. Die Zeit ist schon wieder abgelaufen, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los? Also ich bin der Meinung, dass wir hier so ein kleines Sommerquartier bauen können, oder? Was haltet ihr davon? Ich meine, im Sommer sind wir hier safe, ne? Und im Winter gehen wir einfach in die Burg. Eigentlich finde ich das eine super Idee. Hier können wir ein richtig geiles Ding drauf bauen. So ein schönes Haus am See auch einfach mal, um wieder was Neues zu sehen. Und es ist nicht so weit weg. Und du hast da eine Höhle und da ist eine Höhle. Was haltet ihr davon? Ich meine, das Schloss wird natürlich weitergebaut, pipapo. Aber hier ist ein Sommerquartier drauf basteln. Und das können wir ja im Winter bauen. Weil dann können wir ja im Winter die Bäume fällen. Und dann hier, das machen wir aus Holz, nicht aus Stein. Ja, ja, das Sommerquartier auf jeden Fall wieder aus Holz. Das hört sich gut an, oder? Wenn euch diese Idee gefällt, dann lasst ganz gerne mal ein Like da. Ich bin schon wieder assi heute. Schreibt es einfach mal in die Kommentare rein, wie ihr dazu steht, hier mal im Winter ein Sommerquartier bauen. Ne? Und ja, zur Not können wir auch im Sommer bauen. Wir können natürlich die Baumstämme hier mit Seilwinde und so, ne? Alles machbar. Habe ich Bock drauf. Mal wieder was anderes sehen auch. Mal wieder auch am Wasser, Schloss ist auch am Wasser, aber das ist anders hier schon wieder. So am See. Im Großen. Sehr schön. Die Folge ist vorbei. Ja, Schnauze halten jetzt. Tschüss. Bis morgen. Tschaußen.